Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Fekner. Und mein Name ist Wie ist dein Name? Du musst so lachen, weil... Hans-Jürgen Fekner. Ich habe heute meinen Namen geändert. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Fekner. Und mein Name ist Jöran Fekner. Und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. In dem heutigen Video soll es darum gehen, ob man meine Zähne noch etwas bleachen kann mit sogenannten Bleaching Stripes, die man frei verkäuflich im Drogeriemarkt bekommt. Zahnaufhellung, wichtiges Thema. Viele von euch wünschen sich hellere Zähne. Also, wenn euch das interessiert, ob das Produkt wirklich funktioniert, dann bleibt dran. Doch bevor es losgeht, abonniert doch sehr gerne unseren Kanal. Da würden wir uns echt freuen. Ja, und dann können wir uns noch weitere Produkte leisten. So. Okay, los geht's. Also, wir haben mal wieder recherchiert, was sind mögliche Dinge, die wir zu Hause mal so testen können, die ihr auch euch online oder im Drogeriemarkt kaufen könnt und mal einfach ausprobieren könnt. Und der Wunsch nach weißen Zähnen ist sehr, sehr, sehr groß. Wir haben viele Patienten, die zu uns in die Praxis kommen und sich hellere Zähne wünschen. Und wir haben in der Praxis natürlich ein paar Methoden. Wir haben auch schon mal ein Video zum Thema Zahnaufhellung gemacht, mehrere sogar. Mhm. Die solltet ihr vielleicht als Hintergrundinformation nochmal anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir erstmal, was die Whitening Strips so mit sich bringen. Power Whitening muss ich kurz korrigieren. Express Zahnaufhellung mit Soforteffekt. Maximaler Effekt bis zu 3 Stufen weißer. Boah, 3 Stufen ist eine Aussage. Soforteffekt, sichtbar weißere Zähne nach jeder Anwendung, von Zahnärzten entwickelt. Und die Verträglichkeit und Wirksamkeit ist klinisch bewiesen. Da gibt es aber leider kein Sternchen. Ja, normalerweise macht man Sternchen hin, dann schreibt man, welche Studie das klinisch bewiesen wurde. Aber wie teuer war der Spaß? 10 Euro. Okay, also was haben wir alles? Wir haben eine Anleitung mit Farbskala. Also die Farbskala ist sehr klein, das ist schon mal eigentlich ein bisschen witzlos. Weil, also sagen wir so, 3 Zähne auf dem Papier bis 2 haben ungefähr die Größe von einem echten Zahn. Das heißt, ich stelle es mir jetzt schwierig vor, da irgendeine... Oder? Müssen wir mal gucken. Wir können das ja auch mal mit unserer Farbskala. Wir machen das mit der. Wir machen es genauso wie das, wie das hier. Die Leute haben ja zu Hause auch keine Farbskala. In Ordnung. Okay, also 2 Bomben, da sind 2 Dinger noch drin. Ne? Und dann haben wir hier 2. Das verstehe ich übrigens auch nicht. Also ist jetzt ein bisschen off-topic. Aber warum diese eingepackten Dinger, die schon in der Folie sind, nochmal in der Plastikverpackung? Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Und 5 jeweils einmal für oben und für unten. Also in einer Packung sind 2 drin. Ich packe schon mal einfach einen aus, damit wir sehen können, was in diesen Dingern hier drin ist. Bitte, ich bitte drum. Das ist eine sehr große Verpackung für diese 5 kleinen Säckchen. Oh, jetzt habe ich schon einen eingerissen. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr die auspackt, dass ihr die nicht einreißt. Okay, toll. Was ist jetzt mit meinem Hollywood-Smile? Ja, ist nur ein bisschen. Okay. Gut, also wir haben jetzt hier einen Streifen. Großer Streifen, Oberkiefer. Ja, denke ich auch. Von der Form her, für diejenigen von euch, ich sage ja immer gerne den Begriff OGs, aber die jetzt schon ein bisschen öfter geguckt haben, diese Zahnform erinnert mich stark an unser Veneer-Video. Oder? Guck mal, es ist wirklich sehr gerade und groß. Ja. Okay. Aber bildet mich das ab? Schon, oder? Okay. Also was außer auf dem müssen wir jetzt machen? Das würde ich jetzt gleich mal in Erfahrung bringen. Grundsätzlich zum Thema Zahnaufhellung ist zu sagen, dass, ohne dass ihr jetzt ein anderes Video geschaut habt, es gibt mehrere Möglichkeiten, Zähne aufzuhellen. Eine mechanische Aufhellung und eine chemische Aufhellung. Die mechanische kann immer nur Belege entfernen. Das sind Whitening-Zahncremes, die halt die Zähne abschleifen. Und die chemische Variante, das sind Peroxide, die eine oxidative Reaktion machen, die die Zähne chemisch aufhellen. Hier haben wir keinen Abschmirgeln, das heißt, wir sprechen von einer chemischen Variante. Guck mal, wie hoch das dosiert ist. Das würde ich dir gerne sagen. Das steht hier aber nicht. Aber ich kann schon mal, soll ich mal vorlesen dabei? Ja. Also Anwendung. Erstens, verwenden Sie einen Spiegel zum Auftragen der Whitening Strips. Das macht ja jetzt meine Frau, da brauchen wir den Spiegel nicht. Öffnen Sie das Sachet vorsichtig und entnehmen Sie die Trägerfolie mit den Strips. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Vorsichtig. Das Sachet habe ich nicht gut geöffnet. Nee. Strip für die obere Reihe richtig. Ziehen Sie den längeren rechteckigen Strip für die obere Zahnreihe von der Trägerfolie ab. Legen Sie ihn mit der Seite, auf der die Folie geklebt hat, auf die obere Zahnreihe auf. Klappen Sie das überstehende Ende auf die Rückseite der oberen Zahnreihe um. Bitte achten Sie darauf, dass der Strip gerade aufgetragen wird und dabei waagerecht am oberen Zahnfleischrand ausgerichtet wird. Vorsichtig andrücken.
Gut, jetzt könnte ich dasselbe nochmal für die untere. Gibt es eine Abbildung noch? Nee, gibt es nur. Nee, okay. 15 Minuten einwirken lassen. Und danach entfernen wir die Whitening Strips, eventuelle Gelrückstände mit der Zahnbürste entfernen und dann soll ich nochmal spülen mit Wasser. Wichtig ist für ein erfolgreiches Ergebnis, die erfolgreiche Anzahl der Behandlungen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, ist individuell. Das Ergebnis ist von der Verfärbung und den genetischen Voraussetzungen abhängig. Bitte beachten. Von den genetischen Voraussetzungen? Ja, das ist von Zahnärzten erwiesen, klinisch getestet. Wie ist denn deine Genetik so? Großartig. Bitte beachten. Zahnkronen, Zahnfüllung und Veneers werden nicht aufgehellt. Das finde ich schon mal großartig. Es soll im Internet andere Anbieter geben, die sogenannte Fake-Veneers und Fake-Bleachings machen, die wirklich sagen, man kann Veneers bleachen. Vielleicht fühlt sich... Ist das so? Ja, ja, da gab es... Also ich sage nicht, welche Firma, weil ich einen anderen Kollegen kenne, der auch YouTube macht, den die so ein bisschen rechtlich kontaktiert haben. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich will es einfach mal in den Raum werfen und die meisten werden wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Okay, weiter im Text. Nikotin. Fruchtsäfte, Tee, Kaffee und andere färbende Getränke bis zu 2 Stunden nach der Behandlung vermeiden. Behandlung einmal täglich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen. Für optimale und dauerhafte Ergebnisse wird die tägliche Zahnpflege mit Perlweiß, Schönheits- oder dem Raucherzahnweiß oder Expertweiß empfohlen. Nebenwirkungen? Es sind keine bekannt. Super. Aber Moment mal. Kontraindikationen gibt es ja für Bleachingmittel immer. Nein. Doch, weil ich bin ja gerade schwanger. Was? Mann, das wollten wir nicht verraten. Die Leute sollten das ja später mitbekommen. Und normalerweise sollte hier drin stehen, dass das nicht für Schwangere ist. Außer die Konzentration ist so niedrig und gering von dem Mittel, dass es überhaupt vollkommen... Dass es auch für Kinder ist. Richtig. Ja, also ihr merkt, eigentlich müsste da irgendwas drinstehen. Du hast die Sicherheitshinweise halt nicht gelesen. Das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Okay. Ja. Nur bei Erwachsenen. Nicht für Kinder. Nicht in die Augen. Nicht anwenden bei Zahnfleischerkrankung, Parodontose, Zahnfleischbluten, Zahnfleischentzündung oder zurückgehendem Zahnfleisch. Also alles mit Zahnfleisch schlecht. Empfindlichen Zähnen, schwanger... Da haben wir nicht. Hättest du mich jetzt hier diesem Risiko ausgeliefert. Du willst doch mich bleachen. Aber vielleicht hätten wir es ja auch anders gemacht. Ach so, okay. Schwangerschaft oder Stillzeit. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Zahnspange tragen. Wird auch schwierig, kommt nicht an die Zähne ran. Allergische Reaktion, ja gut, das weiß ich ja erst, wenn ich das benutzt habe. Ja, die wirkt Punkt. Nicht bei Kronen, Füllung, Veneers. Das hast du gerade gesagt. Stand hier schon mal. Ja, das stand schon mal drin. Okay. Gut, in Ordnung. Ich würde einfach mal loslegen. Ich fange mal an mit der Farbskala und würde mal schauen, welche Zahnfarbe du überhaupt so hast. Das ist echt schwierig. Das ist so klein, ich kann gar nicht so gut sehen. Brauchst du das Mikroskop? Nein. Okay. Ich würde sagen, du hast die Zahnfarbe 9. Hier. Da, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Wir haben in der Zahnmedizin ja eine andere Farbskala, die ist ein bisschen anders. Ja. Okay, also wir sind bei der Zahnfarbe 9. Zieh mir jetzt mal Handschuhe an. Okay, dann würde ich dich bitten, mich einmal ganz breit anzulächeln. Ja. Das linke Auge bitte nehmen. Aber Moment, hast du nicht Parodontose? Ja, das stimmt. Ich muss den Zahn auch festhalten, damit du kleben kannst. Klebt das denn? Ja, doch, ich denke schon. Das steht nur nach unklar. Ich habe es leider nicht so ganz gleichmäßig. Das stimmt nicht. Und nach? Soll ich mal machen? Hm, klar. Okay. Ich meine, wir haben es ja immer da. Gut. Also was mir schon grundsätzlich mal auffällt, ist, wenn jemand sehr große Zähne hat. Wie meinst du damit? Du hast schon große Zähne. Danke. Dann reicht es jetzt nicht einmal ganz rum oder so. Es ist wirklich nur für die Frontzähne. Mach mal. Okay. Ja, aber muss schon auch aufmachen. Gut. Also zur Anwendung, ich habe jetzt versucht, es möglichst vom Zahnfleisch fernzuhalten, damit der Wirkstoff nur auf den Zähnen wirkt und nicht auf dem Zahnfleisch. Und jetzt würde ich sagen, warten wir 15 Minuten und lass uns überraschen, was für ein grandioses Ergebnis. Warum lachst du denn so? Ich liebe einfach diese Zahnexperimente, wo ich mir irgendwas einkleben oder tragen muss. Könnte ich die ganze Zeit machen. Okay, super. Okay, also 15 Minuten sind rum. Aber wirklich oder fast. Es piept, wenn es soweit ist. Aber wir machen schon mal den Frage. Also 15 Minuten können manchmal sehr lang sein, vor allen Dingen so zum Tagesende. Aber wie war's?
eigentlich gar nicht so unangenehm. Man hat ja die ganze Zeit das Gefühl, dass es abfällt. Also deshalb, man muss sich sehr zurückhalten, nicht mit der Zunge rumzuspielen. Aber ansonsten schmeckt es so ein bisschen süßlich. Eigentlich nicht schlimm. Und brennt es auf den Zähnen? Nee, gar nicht. Zahnfleisch? Nee. Nee, wirklich nicht. Ist es eklig im auch Mund? Nicht. Nee, ist einfach nur süß und aber so ein bisschen das, wie gesagt, man hat so dieses Gefühl, dass es die ganze Zeit, dass du eigentlich nicht viel machen kannst, weil es sonst sich wieder löst. Okay. Also jetzt für draußen wäre es wahrscheinlich eher nicht geeignet. Ich habe den Pieper gehört, jetzt darf ich es offiziell abnehmen. Ich habe auch schon mal Whitening Strips gesehen, die durchsichtig sind. Die könnte man ja im Alltag auch irgendwie tragen. Wäre geschäftsfähig. Die auch. Die eher nicht, ja? Okay. Gut, dann würde ich sie mal abnehmen. Bitte. Hm. Ja. Okay, das ist jetzt der Grund, warum ich auch Handschuhe trage, nämlich dieses ganze Gel hängt leider noch an deinen Zähnen. Ich würde warte. Ich hole mal was zum... Ich mach selber, muss es alles abputzen. Ich mach das mal. Womit denn? Mit der Zahnbürste. Ah ja. So, also ich habe jetzt bestimmt 1 bis 2 Minuten Zähne putzen müssen, weil das... Das Bleaching-Gel hing schon massiv an deinen Zähnen. Ja. Ja, das war sehr hartnäckig an den Zähnen und man hat es auch beim Putzen... Also es ging schon, aber ich musste, wie gesagt, das war jetzt nicht einmal irgendwie 10 Sekunden drüber putzen, dann war es weg. Dementsprechend... okay. Okay. Weiß ich auch nicht. Okay. Na, Peroxid würde man ja riechen. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Ich habe ja nicht gerochen. Nee, nee, hast nicht gerochen. Riech nochmal, zur Sicherheit. Okay, also das war ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal, weil das Gel war echt ganz schön klebrig. Aber sonst... Aber viel wichtiger ist jetzt natürlich, wie ist das Ergebnis geworden? Dann guck doch mal mit unserer professionellen Skala. Du warst eine 8 oder 9? 9. 9. Kann ich nochmal anschauen? Vielleicht bist du jetzt eine 8, aber... Man muss dazu sagen, also das ist ja heute das letzte Video von unserem Drehtag. Wir haben gefühlt, keine Ahnung, 4 Kaffee getrunken. Ich habe natürlich nicht zwischendrin die Zähne geputzt und auch nicht vor dem Bleaching. Hätte man vielleicht nochmal machen sollen. Also es kann schon sein, dass es jetzt einfach auch durchs Zähneputzen ein bisschen heller ist, muss man jetzt mal sagen. Ach stimmt, du hast ja danach die Zähne geputzt. Ja, ich musste ja jetzt die Zähne putzen, um das Gel abzukriegen. Also das ist halt so ein bisschen die Frage. Na, grundsätzlich bei einem professionellen Bleaching ist immer empfohlen, davor eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen, um eben diese Belege oberflächlich entfernen zu lassen. Das Bleaching-Gel sollte dann auch besser wirken können. Ich würde jetzt sagen, vom Ergebnis haut es mich nicht vom Hocker. Das stimmt, aber ich habe ja noch 4 Stripes. Das kann ich jetzt die nächsten 4 Tage ja noch verwenden. Was für mich aus dieser Verpackung auch nicht hervorgeht, habe ich denn jetzt schon den Wirkeffekt, den zahnschonende Technologie mit innovativer 2-Phasen-Wirkformel nach einem Strip? Oder muss ich jetzt jeden Tag so einen Strip nehmen? Ich denke, für das richtige Power-Wise schon. Okay. Ja. Ja. Dann? Machen wir das. Was ist dein Fazit? Ja, also es war okay, aber hat ja offensichtlich nicht viel gebracht. Ja, ich meine, für 10 Euro kann man es vielleicht mal versuchen. Aber so, was ist denn der Effekt? Ja, vielleicht sage ich ja in 4 Tagen, das war der Hammer. Ich glaube es nicht, nein. Nee. Spaß beiseite. Also irgendwie richtig gebracht hat es nicht. Das liegt aber auch daran, also bei einem richtigen Bleaching nur mal so, auch wieder um das einzuordnen. Richtiges Bleaching geht eigentlich nur beim Zahnarzt. Warum? Weil wir das Peroxid verwenden, was von der Konzentration so hoch ist, dass ihr es freiverkäuflich gar nicht bekommt. 1. 2. Wenn du ein Bleaching beim Zahnarzt bekommst, dann werdet ihr merken, dass bei euch die Schleimhäute, die werden abgedeckt mit einem extra Kunststoff, eben weil das Bleachingmittel so aggressiv ist, dass es sonst Verätzungen auf dem Zahnfleisch macht. Das muss aber so aggressiv sein, damit es überhaupt was passiert. So. Hier ist es so, das Zeug, also das konnte ja theoretisch überall an meine Schleimhaut. Es war sicherlich auch an meiner Schleimhaut. Es tat jetzt nicht weh. Schleimhaut habe ich gar nicht gesehen, aber die ist perfekt wie vorher. Nicht verätzt. Ja, genau. Straffe Schleimhäute sind vorhanden. Weiter? Wie war es für dich zum Auftragen? Also der könnte wahrscheinlich ein bisschen größer sein, der Streifen. Na gut, den müssen natürlich alle Größen. Das ist ja zahnabhängig. Ansonsten zum Auftragen habe ich es einfach nur draufgeklebt. Ich habe es ja nicht im Mund gehabt. Grundsätzlich ist es bei den Bleaching-Produkten eben so, dass allein durch die Richtlinien, die es in der EU gibt, die Konzentration des Bleachingmittels in solchen Produkten reguliert ist, bei 0,1%. Das darf es nicht übersteigen, frei verkäuflich. Und damit weiß man eigentlich schon, dass es nicht funktionieren kann.
Anders ist das in den USA, da sind diese Bleaching Strips auch deutlich beliebter. Die kommen in höheren Konzentrationen und ich denke, da kann so ein Bleaching Strip auch mal eine Variante sein, um ein Zahnweiß aufrechtzuerhalten. Ihr habt ein Bleaching gemacht und über die Dauer habt ihr das Gefühl, ein bisschen hat sich was getan, dann könnten solche Bleaching Strips in Frage kommen, aber in der EU eben aufgrund der Dosierung wird es aus meiner Sicht auch nach der ganzen Packung nicht hinhauen. Und wenn du es mal ins Verhältnis setzt, so eine Packung 10 Euro, wenn ihr wirklich weiße Zähne haben möchtet, müsst ihr da leider ein bisschen was investieren. So ein Bleaching liegt, würde ich sagen, ungefähr ab 500 Euro. Ein professionelles beim Zahnarzt. Es gibt auch diese Bleaching Studios. Auch die fallen unter die Kosmetikrichtlinie. Die dürfen auch diese Produkte nicht verwenden. Auch da wissen wir, selbst wenn ihr euch bleacht und es kostet nur 300 Euro, die haben halt nie die Peroxid-Dosierung, die wirklich zu weißen Zähnen führen. Naja, und natürlich ist es auch immer easy, wenn du halt eine Skala machst. Und das ist bei denen, die Dings nehmen ja auch solche Sonderskalen, die natürlich feiner abgestimmt sind, wo du dann sagen kannst, okay, so eine Mini-Nuance ist es vielleicht, ach guck mal, drei Stufen. Also wenn ich natürlich die, ich weiß nicht, wie viel bei uns die richtigen Zahnfarben, die in Frage kommen, sind eigentlich vielleicht 6. Drei, aber nee. Mit Bleaching, mit Bleaching schon. Ach so. Mit den Bleaching-Farben. Also die natürlichen Zahnfarben sind eigentlich 3, die häufigsten Farben sind. Also die häufigsten sind mehr, aber eins, die häufigsten. 1, 2 und 3. Und dann geht man schon, also ab A1, das ist die hellste natürliche Zahnfarbe, dann geht man in den Bleaching-Bereich, das sind dann die B-Farben. Und aber die meisten Patienten, die sich ein Bleaching wünschen, sind meistens so bei einer A2, A3. Und wenn man die auf eine A1 bleacht oder sogar schon auf die erste B-Farbe, ist das schon ein super Ergebnis. Ja. Das heißt, wir reden von 3 Stufen und hier reden wir von 9. Ja, beziehungsweise die sagen ja auch... Nee, wie viel sind es? Nee, ja, das sind 14 Stufen. Und die sagen halt bis zu 3 Stufen möglich. Wie gesagt, wenn du das natürlich so breit auffächerst, ist das ja easy möglich. Aber am Ende zählt ja das Ergebnis. Und aus genannten Gründen ist das halt natürlich bei so freiverkäuflichen, nicht medizinischem Bleaching einfach, ja, naturgegeben nicht so extrem möglich. Ist einfach so. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.